Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und wieder mal mit einer kleinen Diashow oder genauer gesagt mit einem Bild. Das ist jetzt nicht wieder eine Diashow, sondern einfach nur ganz einfach gehalten, weil es geht heute ja um meinen Kanalnamen. Ihr habt gesehen, er hat sich geändert auf Gründen von Leuten, die mir gesagt haben, komm, ändere deinen Namen, weil Nokia, komm, Nokia ist eine Handymarke und ich wollte nicht immer einen Markennamen tragen und 5013, das war mal ein Handytyp von Nokia und ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal beschlossen, ich nenne meinen Kanal endlich mal um. Und da es hier ja hauptsächlich um Eisenbahn geht, nenne ich ihn Eisenbahn Extrem Virtuell, weil das ist ja wirklich so, dass ich sehr viel Ahnung über Eisenbahn habe und das auch in meine Let's Plays so schön interpretieren will. Also sozusagen wie ein richtiger Lokführer fahren möchte in meinen ganzen Let's Plays, auch wenn es manchmal nicht richtig hinhaut. Tut mir leid, aber eigentlich will es schon richtig gut hinbekommen, weil ich setze mich sehr viel auch in meiner Freizeit mit Eisenbahn auseinander und das werdet ihr auch auf meinem Kanal sehen. Deswegen Eisenbahn Extreme Virtuell. Sorry, Nokia 5013 ist jetzt weg. Leider werde ich noch in ein paar Videos, wie zum Beispiel dem Videoprojekt Lego Marvel oder den Simo-Check, habe ich hauptsächlich jetzt zur Nokia 5013 Namenszeit aufgenommen. Deswegen werde ich dann noch sagen, hier ist Nokia 5013 und bei dem TS ist es so, die Folge 10 und 11 wird auch noch so sein, oder genau gesagt nur die Folge 11, weil die Folge 10 habe ich noch nie aufgenommen. Logisch, ne? Nein, Quatsch, also die Folge 10 habe ich noch nie aufgenommen. Folge 11 schon. In Folge 11 würde ich noch Nokia 5013 sagen. In Folge 10, glaube ich, kommt dann schon die Begrüßung Eisenbahn Extreme Virtuell. Ja, euer Kommentator, ich, der Tom, bleibt natürlich. Also der wird jetzt dann nicht auch gewechselt. Nicht, dass ich jetzt den Kanal irgendwie an irgendjemanden verschenkt habe, nein. 89 Abonnenten verschenkt man nicht so leicht, auch wenn es nicht gerade wirklich nach viel klingt, ist es für mich schon relativ gut, weil es gibt einfach nicht Milliarden von Eisenbahn-Fans. Man kann ja nicht gerade wirklich sagen, dass die ganzen Leute jetzt Eisenbahn mögen, aber es gibt doch schon eine Handvoll Hunderttausende Eisenbahn-Fans und ja, da reicht mir auch 89 Abonnenten. Ja, also ciao und haut in die Tasten.